Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben ein Notebook angeschafft und zwar dieses hier. Ein Lenovo Notebook, das bei Amazon als mit einer der Bestseller geführt wird. Zwar sind die Bezeichnungen nicht so ganz sauber, aber ich packe euch mal die technischen Daten hier mit rein. Und heute schauen wir uns genau dieses Gerät an. Wie gut ist die Verarbeitung? Sehr, sehr wichtig. Und ist es für den normalen Einsatz mit Webbrowser, ein bisschen Office, ein bisschen Texte schreiben etc. eben für einen ganz normalen Privatanwender wirklich geeignet? Preislich war das Gerät absolut fair und dieses Notebook bekommt meine Schwiegermama. An der Stelle mal hallo Schwiegermama. Also legen wir los und schauen uns das Notebook mal an. Los geht's! Ja, im Lieferumfang sind diese drei Komponenten hier enthalten. Einmal ein kleines Handbuch mit kleinen Hinweisen, dann ein Netzteil und eben die Hauptkomponente hier, dieses Lenovo Notebook. Die technischen Daten dieses Notebooks sind, wir haben einen AMD-Prozessor, den 3020E. Der hat zwei Cores, also zwei Prozessorkerne, die hier rechnen können, der relativ niedrig getaktet ist auf nur 1,2 GHz im Stromsparmodus sozusagen und kann aber bis zu 2,6 GHz hochtakten. Also nichts für jemanden, der spielen möchte oder wirklich leistungshungrige Anwendungen wie Videobearbeitung oder sowas machen möchte. Aber in Verbindung mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, also RAM, und einer 512 GB SSD Speicherkomponente eingebaut. Aus meiner Sicht ein guter Allrounder für den normalen Einsatz für Webbrowsen, Office und Co. Es gibt einen dedizierten Grafikchip auch hier eingebaut, aber wie gesagt, der ist nicht für wirklich Spiele ausgelegt. Und die Akkulaufzeit soll um die 7 Stunden halten. Und für das Gewicht, wenn ich das Ganze hier mal so anhebe, ist es wirklich ein extrem leichtes Gerät. Laut Angabe mit 1,8 Kilogramm, aber es lässt sich hier in der Größe 15,6 Zoll also wirklich gut halten. Wo ich jetzt sehr viel Wert drauf legen werde, ist die Verarbeitungsqualität dieses Notebooks, weil ich im letzten Jahr insgesamt 4 Lenovo-Systeme in der Hand hatte, also neue Systeme. Und da gab es durchaus Unterschiede in der Verarbeitungsqualität, in der Verwindung des Gehäuses etc. Und das schauen wir uns hier gerade mal an bei dem Gerät, was auch wirklich täglich im Einsatz sein soll, mit viel Rumtragen, Aufklappen, Zuklappen etc. Und als Vergleich habe ich hier nochmal ein Lenovo IdeaPad 3. Das ist ein 17 Zoll. Man sieht schon, da ist die Oberfläche etwas anders und das werde ich auf jeden Fall vergleichen, um zu schauen, ob die Qualität von diesem preis-leistungsmäßig wirklich super liegenden Notebook auch das hält, was sie verspricht. Gut, zum Thema Anschlüsse nur ganz kurz drauf schauen. Wir haben einmal USB-A an der Seite, 3 Stück. Wir haben einen vollen HDMI-Anschluss. Wir haben den Port zum Laden und eine LED, die anzeigt, ob das Notebook an ist. An der Rückseite haben wir nichts. An der gegenüberliegenden Seite haben wir hier einen vollen SD-Kartenspeicherslot, einen Anschluss für das Headset. Ansonsten an der Unterseite bzw. Vorderseite nichts. Unten können wir uns kurz hier anschauen, ist die Lüftung angebracht. Ansonsten aber auch nichts weiter an der Unterseite. Okay, dann klappen wir das Ganze mal auf und schauen mal, wie gut das Scharnier und die Verarbeitung aussehen. Okay, also von der Oberfläche, das ist ein etwas, angerautes Kunststoff. Das sieht so ein bisschen von der Textur her. Gerade mal gucken, ob man es sehen kann. Ich hole euch mal etwas dichter ran. Also diese Textur hier wirkt so ein bisschen wie ein Stoff vom Aussehen und vom Fühlen ist es aber Kunststoff. Aber soweit alles angenehm und schöner als eine ganz glatte Oberfläche. Für mich zumindest. Gut, dann mal nach dem Scharnier schauen. Also ich hebe jetzt in der Mitte. Das sieht auch alles soweit gut aus. Ich gucke, ob man es hier gut sehen kann. Weil ich hatte hier schon mal durchaus das Thema, dass man es gesehen hat, wenn man es hier bewegt hat. Aber da sieht es auf beiden Seiten auch gut aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das macht einen guten Eindruck. Und ich drücke jetzt hier auch an einer Seite. Ich stelle mal das Notebook hier runter. Ich bewege es nur mal an der einen Seite. Man sieht, also der Kunststoff, ein bisschen biegt er sich mit. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall in der Mitte zu öffnen und zu schließen. Das Display hat 15,6 Zoll, also 39 cm eine Bildschirmdiagonale und löst mit WXGA auf. Das heißt nicht die volle HD-Auflösung, sondern nur 1366x768 Pixel. Wer also hier auch Bildbearbeitung und irgendwas vorhat oder wirklich detailtreue Informationen sich anschauen möchte auf diesem Display, sollte sich vielleicht auch nach einer anderen Serie umschauen. Das hier löst also nicht maximal hoch auf. Ja, wir haben hier oben eine Kamera verbaut, das ist auch Standard.
die ich nicht mechanisch verschließen kann im Moment. Das heißt, da müsste man schauen, ob man das nachrüstet. Da gibt es so kleine Aufkleber, die kann man hier draufsetzen und kann die einfach zuschieben. Das habe ich bei anderen Notebooks auch gemacht. Ja, Send-Artikel packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier eigentlich auf dem Bereich kein Logo oder sonstiges haben. Das wirkt alles sehr, sehr, sehr sauber. Wir haben hier unten ganz dezent das Lenovo-Zeichen in der Ecke. Auch keine sonstigen Prozessoraufkleber oder sonstiges. Das wirkt also wirklich schon mal sehr ordentlich. Von der Tastatur bin ich bei Lenovo eigentlich immer sehr Gutes gewohnt gewesen. Und wir hatten ein Notebook in der Family, wo also alle dran gearbeitet haben. Das war bestimmt am Ende 8 oder 9 Jahre alt und die Tastatur hat tadellos funktioniert. Und hier muss ich sagen, das ist in Ordnung. Bisschen weich die Tasten vom Gefühl her. Da gibt es härtere Druckpunkte. Wir haben ein komplettes Nummernfeld auf der Seite, da gehen die Meinungen sicherlich auch auseinander. Ich muss sagen, ich mag das sehr, gerade wenn ich viel im Bereich Excel eintippen muss, finde ich das mit so einem Nummernpad gar nicht so schlecht. Was ein bisschen seltsam ist, dass das Trackpad hier etwas weiter nach links gerutscht ist, also nicht zentriert in der Mitte. Und die meiste Bedienung, ich bin Rechtshänder, mache ich ja mit dem Finger von meiner rechten Hand. Und somit muss ich hier sozusagen rüber wandern, um hier die Bedienung zu machen und kann dann irgendwelche Tastenkombinationen mit meiner anderen Hand dann zwar noch machen, aber ich komme hier in die Quere. Ich frage mich nicht, warum man es zentriert gemacht hat, dann ist es egal. Oder eben, die meisten sind nun mal Rechtshänder, etwas weiter nach rechts gesetzt, dann hätte man hier einfach mehr Platz gehabt zu arbeiten. Okay, bevor wir es einschalten, habe ich noch eine Anmerkung, was ich hier bei dem Modell sehr cool finde. Denn wir können hier das Display wirklich komplett nach unten klappen. Das bedeutet, wenn ich es mal nach oben drehe, ich habe es nahezu flach, kann ich das nach oben auflegen. Und bei einigen Notebooks habe ich durchaus so Themen, dass ich nur in einen bestimmten Winkel neigen kann. Und das macht es natürlich sehr viel flexibler. Gerade wenn ich es auf der Couch, auf dem Schoß liegen habe etc., kann ich das Display eben schön weit zurück klappen und mit angewinkelten Beinen trotzdem schreiben und das Display sehe ich eben dann gerade vor mir. Also das vielleicht noch eine Besonderheit, weil das hat absolut nicht jedes Notebook. Was mir vom Tastenlayout vielleicht nicht so gut gefällt, ist, dass die Tasten hier keinen Zwischenraum haben zwischen der Enter-Taste und dieser kleinen Taste. Man kann es zwar erfühlen, man sieht es hier, und das Gleiche hat man hier nochmal zwischen der Shift-Taste und der Taste daneben. Da frage ich mich, warum man das nicht wie hier sauber getrennt hat, um den Abstand zu wahren. Optisch finde ich, ja, hat es keinen Vorteil, aber das ist was, was mir direkt mal auffällt. Ganz kurz zum Vergleich, der eine oder andere wird sich überlegen, was nehme ich denn jetzt für ein Gerät? Halte ich mal das Ideapad 3 17 Zoll daneben und klappe das auch mal auf. Ist natürlich jetzt ein unfairer Vergleich, auch von der Größe etc. Aber was ganz gut ist, dass man hier den Vergleich der Oberfläche sieht. Das bedeutet, hier ist so eine Kunststoffoberfläche in einer gebürsteten Aluminiumoptik oder gebürsteten Edelstahloptik. Und dort sieht man dann die Fingerabdrücke und die Ablage der Hände durchaus mal drauf. Und das hat man eben hier nicht. Ich vergleiche gerade mal die Tastatur. Okay, also es wirkt so, als wäre das absolut identisch von der Tastatur. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen dem 15,6 Zoll Modell hier mit dem kleineren Prozessor im Vergleich zum Ryzen 5 hier in diesem Ideapad 3. Weil es etwas schwierig zu finden ist, ich packe euch beide Geräte mal unten in die Videobeschreibung, um die Unterscheidung auch selbst sehen zu können. Auch wenn das Trackpad hier eine andere Farbe hat, man sieht es deutlich, auch die Positionierung hier unter der Leertaste ist identisch. Das heißt, es ist egal bei welchem Modell. Und bei beiden ist es so, ich kann hier unten den Bereich drücken, den mittleren Bereich drücken und hier oben kann ich es eigentlich nicht drücken. Wobei ich sagen muss, ein festerer Druck hier auf dem 15 Zoll Modell ist möglich. Bei dem Ideapad hier 17 Zoll kann ich hier oben überhaupt nicht drücken. Also da wäre, wenn überhaupt, die Touch-Bedienung möglich. Oder eben hier mitten und unten drücken. Ich denke, was man ganz gut sieht und wo man etwas aufpassen muss, ist eben auch die Verwindung des Displays. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel am 15 Zoll mich bewege, sieht man ungefähr, wie stark sich die Kante bewegt. Und hier bei dem 17 Zoll Modell, wo ich natürlich ein viel weiteres Display habe, was länger ist, da sieht man auch deutlich, bewegt sich auch dieses Display weiter nach vorne und nach hinten. Deshalb also immer in der Mitte greifen beim Auf- und Zuklappen und dann sollte es auch kein Problem geben. So, wir starten das Notebook mal und schauen uns mal das Display an, inwiefern die Auflösung hier wirklich ja, spürbar anders ist im Vergleich zu einem Full HD, 4K oder sonstige Auflösung, die man kennt. Und man wird hier mit dem Windows 11 Startbildschirm begrüßt. Also Windows 11 ist hier vorinstalliert und auch das Office Starter aus 2010 ist mit drauf. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf das Display. So, hier mal der Blick auf die Auflösung. Wir haben hier auf der rechten Seite das Lenovo 15,6 Zoll Notebook, was wir uns gerade anschauen. Und im Vergleich dafür hier auf der linken Seite das 17 Zoll Lenovo Ideapad 3 mit 1600 x 900 als Auflösung. Im Vergleich hier zu 1366 x 768 Pixel. Und ich denke, man sieht deutlich hier
gerade wenn man sich hier die kleinen Icons und die Zahlen anschaut, im Vergleich hier zu den Icons auf dem Bereich, wie groß der Unterschied in der Auflösung ist. Auch hier bei den Schriften etc. sieht man durchaus ein paar Ränder um diese Schrift und da sollte man sich bewusst sein, dass das eben kein grafiklastiges Notebook ist, weder in der Bearbeitungsleistung noch in der Darstellung des Bildes. Ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt kein Pixel-Fetischist. Wenn man es nicht anders gewohnt ist, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn man mehr gewohnt ist, natürlich, dann fällt es auf und das sollte einem, wie gesagt, vorher bewusst sein. Schauen wir uns kurz die Bedienung an und die Geschwindigkeit. Wir starten mal ein paar Sachen. Natürlich ist hier noch nichts Richtiges installiert gewesen. Ich starte einfach mal hier den Browser. Auch sehr interessant, dass der Firefox-Browser vorinstalliert ist auf dem System. Der startet auch wirklich in einer normalen Geschwindigkeit. Ich schließe ihn, starte nochmal neu. Das Touchpad reagiert echt gut und schnell. Was mich ein wenig stört, ist, dass beim Tippen auf das Touchpad man ein mechanisches Klacken hört. Also es bewegt sich, obwohl ich wirklich nur leicht drauf tippe, kann aber auch komplett durchdrücken. Das ist jetzt was, was in der Bedienung mich stören würde, weil es sehr wackelig einfach wirkt und Geräusche macht. Aber an sich, sag ich mal, die Bedienung hier mit dem Touchpad, das funktioniert. Und auch die Geschwindigkeit jetzt auf den ersten Blick macht einen guten Eindruck. Ich werde jetzt mal anfangen, die Daten von dem alten, kaputten Notebook hier von Packard Bell auf dieses System zu übertragen. Dabei bekommt man ja schon mal ein bisschen das Feeling für die Geschwindigkeit, wie gut das Ganze funktioniert. Und dann melde ich mich, wenn ich da fertig bin, nochmal mit einem Fazit. Also bis gleich. So, ich habe jetzt anderthalb Stündchen mit diesem Notebook hier verbracht und ich denke mal, so ein bisschen erstes Fazit, erster Eindruck kann ich absolut jetzt geben. Generell kann man sagen, dass es gut und solide funktioniert und auch die Geschwindigkeit ist vollkommen okay. Es ist keine Rakete, aber das habe ich vorher auch nicht erwartet, denn so Sachen, die man regelmäßig benutzt hier, wie das kleine Word in dem Starter etc., ihr seht das, das lädt er wirklich auch dann sofort, also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe nur so ein paar Anwendungen hier drauf, wie zum Beispiel Skype oder den Firefox als Browser. Beim Firefox merkt man, also er startet und braucht eine Sekunde und dann ist er aber auch da. Und wenn er mal geladen ist, danach funktioniert es auch wirklich tadellos. Ich habe ein paar normale Webseiten angeschaut, Videos, YouTube etc. mal gestartet, um mal zu schauen, das Ganze läuft solide ab. Und was mir gut gefällt, ist die Bedienung mit dem Touchpad, also das Zwei-Finger-Scrollen und auch die Zuverlässigkeit, also dass ich da eben hinkomme, wo ich klicke. Das funktioniert wirklich gut und auch das Scrollen mit zwei Fingern ist wirklich super schnell. Das macht Spaß. Beim Ton war ich etwas enttäuscht. Er ist ziemlich hell und nicht so laut. Also ich habe jetzt hier mal die maximale Lautstärke eingestellt. Ich weiß, man kann es eben schlecht testen mit so einem externen Mikrofon, aber ich spiele das Ganze mal ab, nur mal zu hören, wie es sich aus diesem Lautsprecher anhört. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute beantworte ich die Frage, ob nach einem halben Jahr mit dem Videro G6S der 6-Brenner-Grill oder der 4-Brenner-Grill für mich die bessere Wahl war. Also das ist ein sehr heller Ton und es fehlt also absolut der Bass und es ist auch nicht besonders laut, wenn ich davor sitze. Also wenn man lautere Umgebung hat und möchte trotzdem noch etwas hören, dann sollte man wahrscheinlich mit Kopfhörern oder externen Lautsprechern hier planen. Denn mit dem internen Lautsprecher, der leistet nicht so extrem viel. Ja, was ich zum Display noch sagen möchte, ist, dass der Winkel zum Anschauen natürlich sehr viel ausmacht. Also das merkt man deutlich einen Unterschied zu Displays der etwas höheren Klasse. Also je nachdem, was man da hat, merkt man auch sehr deutlich den Blickwinkel. Und ich muss eben schauen, dass ich das Display wirklich so vor mich halte, dass ich das vernünftig für mich auch sehen kann. Was aber sicherlich in der Preiskategorie auch zu erwarten ist. Ich habe ja die Daten von einem anderen Notebook hierhin übertragen und habe das Ganze mit einer externen USB-Festplatte gemacht, die ich mit einem USB-A-Anschluss hier in das alte Notebook eingesteckt habe, dann die Daten drauf kopiert habe und dann das Ganze hier auf diesen PC übertragen. Was ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt habe, ist, dass dieses Notebook hier auch wirklich nur USB-A-Anschlüsse hat. Also es hat keinen USB-C-Anschluss, war jetzt bei meiner alten Platte kein großes Problem. Aber sollte man wahrscheinlich wissen bezüglich der Zukunftsfähigkeit, dass ich eben dann Adapter anschließen muss, wenn ich neuere USB-C-Komponenten an dieses Notebook anschließen möchte. Für den Einsatz im privaten Gebrauch, eher für auf die Couch etc., sehe ich das jetzt als nicht so tragisch an. Ich habe ja auch dauernd mit einem Dongle hier zu kämpfen, der eben hier mit einem USB-C-Anschluss meine ganzen anderen Anschlüsse adaptiert, die ich brauche, um mein anderes Notebook zu betreiben. Von daher bin ich das gewohnt.
Okay, also was sage ich jetzt hier zu diesem Lenovo Notebook als ja sozusagen eines der beliebtesten Geräte auf Amazon in diesem Preissegment? Preis-leistungsmäßig muss ich sagen, finde ich das echt okay. Also für das, was es leistet, ist es in Ordnung. Es geht immer mehr, klar, aber je mehr Münzen ich einwerfen muss, um das zu erreichen, desto mehr Leistung bekomme ich meistens auch dann raus. Ja, und für dieses Notebook in diesem Preisbereich muss ich sagen, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also die Qualität des Gehäuses ist okay. Es ist nicht so labbrig und weich, wie ich dachte. Von daher sehr, sehr solide. Die Geschwindigkeit für diesen Prozessor ist auch in Ordnung. Ich habe ihn mir etwas langsamer vorgestellt, wegen eben nur Dual-Core und auch nur maximal 2,6 GHz pro Core. Aber für die täglichen Aufgaben, die man jetzt hiermit plant im privaten Bereich, denke ich, ist der absolut ausreichend. Was mir auch aufgefallen ist, dass von den 8 GB RAM, die hier eingebaut sind, im Task Manager nur 5,9 GB RAM angezeigt wurden. Einschränkungen habe ich deswegen aber noch nicht gespürt. Ja, wer also Anfang 2022 auf der Suche nach einem relativ günstigen Einstiegs-Notebook ist, mit einer nicht allzu hohen Auflösung, mit aber soliden Speicherkapazitäten, also 512 GB für viele Bilder, Videos, was man eben alles so lokal ablegen möchte. Und wer auf USB-C-Anschluss und eine gute Soundqualität da verzichten kann, für den lohnt sich mal ein Blick auf dieses Lenovo-Notebook. Natürlich sind einzelne Sachen auch hier Geschmackssache und das sollte man für sich selbst entscheiden können. Je nachdem, wo ihr das Ganze einkauft, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch zu testen und wenn es euch gar nicht passt, auch wieder zurückzugeben. Aufgrund der vielen guten Bewertungen bei Amazon lohnt sich, denke ich mal, einen Blick hier drauf zu werfen. Den Link zu diesem Modell hier findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das Notebook jetzt geht zu meiner Schwiegermama in den Einsatz und wir werden sicherlich dann auch über die nächsten Wochen und Monate erfahren, was so das mittlere und Langzeitfeedback zu diesem Notebook ist. Falls zwischendurch von euch Fragen aufkommen, schreibt sie mir sehr gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video geholfen oder gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert euch den Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!